Ja, wir gehen bei den Impfungen gerade im Moment in eine ganz wichtige Phase. Wir stehen kurz davor, in Europa auch die Zulassung für die Impfung zu bekommen. Und viele Menschen sind im Moment natürlich verunsichert. Viele Informationen geistern auf unterschiedlichen Kanälen. Manchmal bekommen wir WhatsApp-Nachrichten oder Sprachnachrichten zugeschickt oder bei den sozialen Medien, ohne dass wir eine Quelle haben, ohne dass wir wissen, wer eigentlich hinter Klaus, Bettina oder was auch immer steckt. Wir wollen aber mit diesem Video heute zur Aufklärung beitragen und sagen, was richtig, was falsch ist und was ihr beachten müsst, wenn ihr solche Informationen bekommt. Ja, ist es richtig, dass es die Massenimpfung geben wird. Die Vorbereitungen dafür laufen auch schon. Wir gehen davon aus, dass Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres mit den Impfungen begonnen werden kann. Nein, es wird keine Impfpflicht geben. Das ist auch so gesagt worden. Ich halte das auch für richtig. Aber nichtsdestotrotz müssen wir aufklären und über die Vorteile von Impfungen, über die Risiken und Nebenwirkungen, aber auch genauso die Menschen informieren. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Menschen freiwillig sich impfen lassen. Eine Impfpflicht ist nicht vorgesehen. Das ist völliger Quatsch. Da würde ich euch immer raten, euch sozusagen an die offiziellen Stellen und die offiziellen Quellen zu halten. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes hat ganz klar dazu gesagt, dass von dem RNA-Impfstoff keine Gefahr für irgendeine geartete DNA-Mutation ausgeht. Es ist ein neuartiger Impfstoff. Man muss euch das so vorstellen, Impfung gibt es seit über 200 Jahren schon und dieser Impfstoff ist ein neuer. Es ist kein abgetöteter, abgeschwächter Virus oder ein Bakterium, sondern wir schicken mit dem RNA-Impfstoff den Bauleitplan in den Körper und dieser wird nach der Immunantwort des Körpers auch wieder aus dem Körper zerstört. Das stimmt nicht. Alle Phasen, die dazu zu durchlaufen waren, sind durchlaufen. Und insoweit gibt es, was die Impfverlässlichkeit, aber auch die Untersuchung der Nebenwirkungen anbelangt, keine Situation, wo ein Auge zugedrückt wird. Und deshalb muss man wissen, dass diese Impfzulassung auf ganz strenge Kriterien basierend erfolgen wird. Also es gibt sozusagen in der Schnelligkeit allerdings keine Konzessionen, was die Sicherheit und die Wirksamkeit dieser Untersuchungen auch anbelangt. Also wenn ein Impfstoff kommt, können wir sicher sein, dass er nach den wissenschaftlichen Maßstäben auch untersucht und begleitet worden ist. Weil wir einen neuartigen Impfstoff haben und die technischen Möglichkeiten, insbesondere bei dem RNA-Impfstoff und die wissenschaftliche Dekodierung des Virus dazu geführt haben, dass wir einen riesengroßen Zeitsprung hatten. Und das ist wirklich ein Meilenstein auch der Medizin. Und wir werden sehen, dass diese RNA-Impfstoffe nicht nur bei der Impfung eine wichtige Rolle spielen werden, sondern zukünftig auch bei der Behandlung von Krebs und anderen Erkrankungen. Also ich glaube, wir stehen vor einem Meilenstein, dass diese RNA-Impfungen zukünftig auch bei anderen Erkrankungen werden eingesetzt werden können. Impfungen sind keine neue Angelegenheit. Angefangen mit der Pockenimpfung über Jenner oder Louis Pasteur, Tollwut oder Cholera, haben wir eine über 200 Jahre alte Impfgeschichte. Viele Erkrankungen und Krankheiten und Seuchen haben wir nur mit Hilfe dieser Impfungen bekämpfen und ausrotten können. Und diese Impfung wird helfen, dass Menschenleben gerettet werden können und dass wir die Pandemie dann besiegen können. Natürlich hat jede Impfung und auch diese Impfung wird Nebenwirkungen haben. Aber diese Nebenwirkungen sind die üblichen Nebenwirkungen, die wir von anderen Impfungen auch kennen. Das heißt, wenn gepiekst wird, haben wir an der Einstichstelle Schmerzen. Es können leichte grippale Erkältungssymptomatiken auch auftreten, aber lebensbedrohliche Erkrankungen oder ein Eingriff in das Erbgut oder Krebserkrankungen, was dort behauptet worden ist, ist völliger Quatsch. Ja, diese Verschwörungstheorien geistern ja durch die Netze. Ich bin froh, dass wir eine unabhängige Wissenschaft haben. Ich bin froh, dass wir auch in Deutschland mit dem Paul-Ehrlich-Institut und auch mit dem Robert-Koch-Institut und auch mit den europäischen Zulassungsbehörden Institutionen haben, die genau diese strengen Maßstäbe bei Zulassung von Impfungen gewährleisten werden. Und da wird es auch keine politische Einflussnahme auf die Zulassung von Medikamenten oder Impfungen geben. Darauf können wir uns hier in Deutschland und in Europa verlassen. Also ganz wichtig ist, wenn ihr Informationen bekommt, hinterfragt immer die Quelle.
wenn jemand eine Behauptung aufstellt, ohne eine Quelle zu nennen, müsst ihr schon sehr, sehr vorsichtig und misstrauisch sein. Glaubt denen, die diese Informationen aus wissenschaftlicher Basis und mit wissenschaftlicher Validität und Quelle an die Menschen bringen und nicht denjenigen, die aus anonymen Quellen irgendwas verbreiten. Wir als SPD-Landtagsfraktion stehen für Information, nicht für Desinformation. Und deshalb werden wir dieses Video auf all unseren Kanälen teilen. Teilt bitte dieses Video auch nochmal weiter. Es ist ganz wichtig, dass wir den Menschen Informationen weitergeben, die quellenbasiert sind, die eine wissenschaftlich fundierte Basis auch haben. Und das werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen so weitermachen. Wir halten euch auf dem Laufenden, würden uns freuen, wenn ihr dieses Video und diese Information weiterteilen würdet.